Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bullshit Monday. Heute probieren wir mal etwas ganz, 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 ganz Neues aus. Und zwar reagieren wir heute auf TikToks. Genau, heute reagieren wir auf TikToks. Und zwar nicht irgendwelche TikToks, sondern von meiner For You-Page. Und ich war gerade schon ein bisschen und ich war mehr als verstört. Deswegen würde ich sagen, legen wir einfach los. So, wir gucken uns jetzt einfach, wird jetzt so ein bisschen Zusammenschnitt, dies, das, wie ich TikToks angucke. Einfach sehr, sehr simples Formatprinzip. Okay, let's go. Lange reicht dann auch. Ich um 3 Uhr morgens. Dankeschön. Also, fühle ich auf jeden Fall. Ist sehr, sehr strong. Auf jeden Fall. Ja, Hashtag Boss of your game, Mutter nachts Becher Küche und gönnt mir. Dankeschön, also das speiere ich mir tatsächlich auf jeden Fall auch. Ja, ich würde sagen, wir machen aber weiter. Das kann nicht sein. Wie bitte? Das kann nicht sein, mein Tacho zeigt 100 an. Dann wäre meine Cover ja langsamer, als ich immer dachte. Ich fahre nochmal durch. Bei mir sind es 115. Ja, leck mich doch. Ich lass mich doch nicht in Schleim machen von diesem Scheißapparat. Ey, Mann! Nochmal! Jetzt aber volles Rohr! Mal sehen, was die Mühle geht! Nee. Nee. Also ich find's damn strong, Alter. Kann man mir nicht sagen, Alter, wirklich. Wofür ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet Es blau. leuchtet blau. Ah. Verstehe. Deine Brieftasche! Nick, geben Sie ihm Ihre Brieftasche. Aber wieso denn? Sehen Sie denn nicht, er hat ein Messer. Das ist doch kein Messer. Ja. Das ist ein Messer. Wozu ist das? Junge. Du ich find's wunderschön. In 41, V. Yeah, I definitely remember. Let me remind you anyways, the vodka instead of a silencer makes it possible to modify this weapon in a way that instead of a silenced bullet sounds, it makes this sounds. Блять, блять, сука. Питер, нахуй, нахуй. Сука, Питер, блять. Das ist wunderschön, wirklich. Ey, ich glaube, ich war noch nie stolzer auf dich, mein Sohn. Und warum das? Ja, dass du angefangen hast zu Beatboxen und so. Du musst zwar noch ziemlich viel üben, aber das packst du schon. Was verstehst du vom Beatboxen? Du bist doch nur ein alter Sack. Was hast du gerade gesagt? Es tut mir leid, eigentlich habe ich gesagt, dass du ein kleiner Lutscher bist, Digga. So, du kleiner Pisser, jetzt hör mir mal zu. Dir ein Blatt. Hey! Ich dachte, du fliegst nie, mein Sohn. Ey, ich glaube, ich war noch Nein, nicht stolz bitte, auf dich, bitte mein nicht. Sohn. Und warum das? Junge, ja, was dass du zum angefangen Fick? Hast zu Beatboxen und so. Du musst zwar noch ziemlich viel üben, aber. Was ist das? Was? Was? Nee, Junge? Nee? Trotzdem. Was reimt sich auf Omas? Thomas! Ja! Ja! Was reimt? Jetzt wunderschön. Was reimt Wirklich. sich auf Omas? Thomas! Oh nein. Entschuldigung.
Alter, nee. Ob Anmachsprüche habe ich hier. Ich bin so betrunken, dass du gar nicht mal schlecht aussiehst. Soll ich dir mal einen Zaubertrick zeigen? Wir haben Sex und dann verschwindest du. Dein Outfit finde ich jetzt persönlich nicht so optimal. Darf ich dir da raushelfen? Hey Praline, brauchst du noch eine cremige Füllung? Nee, bitte. Hey, bitte, schon belegt. Behältst du mich? Bitte, holt mir Hilfe. Lifehack, trink ein Bier, wenn du Durchfall hast. Die Scheiße bringt zwar nichts, aber es schmeckt. Nice. Dankeschön. Lifehack, trink ein Bier. Eine Spende für arme, verfolgte Straßenkinder. Geh zum Teufel, du Lümmel. Hier mache ich Beine, du Hurensohn, und ihr seht zu, dass ihr weiterkommt. Verpisst euch, ihr Vögel. Weg von der Straße. Haut ab. Verkommenes Gesindel. Lasst euch hier nicht wieder blicken. Junge. Sonst lauche ich euch ein. Eine Spende für arme, verfolgte Straßenkinder. Geh zum Teufel, du Lümmel. Hier mache ich Beine, du Hurensohn, und ihr seht zu, dass ihr... A-E-I-O. Nee. Also. Danke. Max, mit Spaß in der Fahrstunde, überfahren nicht zu viel Leid. Moin, fangen wir an, einsteigen. Endlich Autofahren. So, dann. Ja, ich sehe schon, wir gehen erst die Technik durch. Wieso, habe ich was falsch gemacht? Sagen Sie doch mal was zum Motor. Hallo Motor, ich bin Max. Alter Schwede, also schau mal hier, ne? Was ist das denn? Ah, hört mich, ein Stack an der Motorhaube. Ah, nee, nee, du Schlingel, der klappt nur bei meiner Stiefschwester. Max, viel Spaß in der Fahrstunde, überfahr nicht zu viel Leid. Nee. Hallo Leute, ich bin in der Schule und trinke heimlich Energy und ich werde jetzt meinen Crush nach Snap fragen. Entschuldigung. Hallo, darf ich deinen Snap haben? Ich hab kein Snapchat. Okay, sie hat kein Snapchat. Hallo Leute. Reden wir nicht drüber. Neulich habe ich ein kleines Kind mit einem grünen Fahrrad bei uns vorbeifahren sehen und ich dachte erst, es wäre meins. Also bin ich natürlich sofort zum Keller losgegangen, um nachzuschauen und glücklicherweise war es noch da und hat gefragt, wann es nach Hause darf. Junge. Neulich habe ich ein kleines Kind mit einem... Nee, also sehr, sehr strong, sehr, sehr strong. Oh mein Gott, Leute, wenn das stimmt, das wäre viel zu heftig. Vor circa 2 Monaten war Mauri Pastore spontan hier bei mir zu Besuch. Er hat hier bei mir übernachtet und ist am nächsten Tag gleich weiter nach Berlin. Aber nicht alles von ihm ist mitgefahren. Ich habe nämlich jetzt erst gecheckt, dass Mauri seine Kopfhörer bei mir vergessen hat. Warte mal, warum ist das krass? Tja, ihr erinnert euch doch sicherlich noch an das Video, in dem ich Dating-Tipps gegeben habe. Nö. Naja, wie auch immer. Jedenfalls war Tipp Nummer 5. Lass mit Absicht einen Gegenstand bei ihr, damit es einen Grund für ein zweites Treffen gibt. Mauri hat die Kopfhörer mit Absicht bei dir gelassen? Nein. Mutti. Weil sie dich ein zweites Mal... Nee, reicht. Hier geradeaus, nur wenn sie links, rechts dürfen, nicht abbiegen in den Friedensbach. Ich entscheide mich für das rechte Tor. Ich... Komm mal, Robert, aus. Danke. Ich entscheide mich für das rechte Tor. Nee. Rechts ist der Zong, schade. Geht nur geradeaus. Okay, dann geradeaus. Ja, also geradeaus ist möglich. Okay. Achtung, sehr verkehrt. Alles klar. Darf ich bei Rot fahren? Heute ja. Juhu. Ich darf bei Rot fahren, alle weg hier. Hi. Leute, ich wurde hier gerade auf dem Parkplatz von irgendeiner irren Frau angesprochen. Sie hat mir eine Tafel Schokolade angeboten, aber im Gegenzug wollte sie mein bestes Stück sehen und halt auch berühren. Ach, komisch, ey. Da vorne war sie irgendwo. Leute, ich wurde hier gerade auf dem Parkplatz von irgendeiner... Nico? Was? Oh nein. Fuß nicht. Schwisterliebe, Junge, einfach. Tut mir leid, aber du kennst die Regeln. Hannah darf nicht zum Fotoshooting, solange Miley noch Hausaufgaben machen muss. Du kannst Hannah nichts vorschreiben, sie ist nicht deine Tochter. Warte, also Miley ist meine Tochter, aber Hannah nicht? Genau. Klasse, setz deine Perücke auf. Schnauze! Das hier ist echt. Tut mir leid, aber du kennst die Regeln. Deine Zeit. Ich guck auf PC-Monitor, Mann. Das ist Mobbing, Alter, wirklich.
Ich habe gerade TikTok zugemacht. Ich habe alles vergessen. TikTok, danke. So. Da sind wir wieder. Piss dich. Top 10 would cheat on my girlfriend with. Top 10 girls that I would cheat on my girlfriend with. Number one. No one. Why'd you make that then? Because I just wanted to show you how appreciative and loyal I am. Okay. I'd never do such a thing. Cheating! Top 10 girls that I would cheat on my girlfriend with. Hey, how's it going? Terrible. We got into his camera, and all he's been doing is looking at pictures of monkeys all day. What? This asshole has been looking at pictures of orangutans for 17 hours. How are we supposed to expose this guy? Stop, stop. What are you talking about? What else do you want me to say? Shut up. Let me see. Jesus Christ. He's insane. What the fuck is wrong with this guy? Mr. Chung. Wie ist Ihr Name? Benjamin Franklin Chung. Bereit, die Wahrheit auf den Tisch zu legen. Fangen wir an. Ich habe nichts zu verstecken. Haben Sie je in diesem Lerngruppenraum onaniert? Mr. Chung. Wie ist Ihr Name? Ben. Kommt ganz drauf an, wie viel ihr ausgeben wollt. Wissen Sie, das können Sie schön meinem Vater überlassen. Meine Herren, ich stelle euch jetzt den Komodo 3000 vor. Oh ja, damit kriegen wir ihn zurück. Das toppt auf jeden Fall den Schulball 98. Ach, ich weiß nicht. Das Schiff hat eine Woche vor sich hingekokelt. Woher wissen wir, welcher der Komodo 3000 ist? War da nicht jedem noch ein Haus? Kommt ganz drauf an, wie viel ihr ausgeben wollt. Wissen Sie, das können Sie schon. Auf jeden Fall den Schulball 98. Ach, ich weiß nicht. Das Schiff hat eine Woche vor sich hingekokelt. Woher wissen wir, welcher der Komodo 3000 ist? Ich find's wunderschön. Und ganz drauf an. Habt ihr jemals versucht, mit einem Araber 30 Sekunden lang zu telefonieren? Allein die Begrüßung dauert 5 Minuten. Ha, Onkel Mahmoud, ich brauche deine Hilfe. Oh, Khalid, wie geht's? Wie geht's deiner Mama? Wie geht's deiner Schwester? Wie geht's deinem Bruder? Wie geht's deinem Onkel? Ah, ich bin dein Onkel. Alhamdulillah, mir geht es gut. Nee. Can you name three countries outside of America? Italy, Spain, France. Can you name one in Africa? South Africa. Oh, that's great. Where are you from? South Africa. Can you name three countries outside of America? I'm from Poland, so Poland, Germany, Russia. Oh, Russia! Can you name three countries outside? Mein Traum war es schon immer, Profi-Baseballspieler zu werden, aber ich hatte nie genug Geld für richtige Bälle. Deswegen habe ich immer Federbälle benutzt. Ein komischer Mann hat mir aber letzte Woche beim Training zugeguckt und mich angesprochen. Ey Junge, was gibt's? Du hast Talent, Junge. Als was, als Baseballspieler? Nein, nein, ich habe einen anderen Job für dich. Naja, und so wurde ich kriminell. Let's go! Mein Traum war es schon immer. Sympathisch, Alter, dieser Typ, Junge. Profi-Baseballspieler. Daniel? Ja, du Arschwotze. Lass mal so Mädchen-Skins runterladen und so tun, als wären wir richtig nuttig und uns ein paar Typen klären. Gerne. Okay, Alter, und wie siehst du aus? Dani, guck mal. Ich würde sagen, ran als klären, Alter. Mein Name, Gulasch Anna. Da. Der sieht schon notgeil aus. Beute! Der beißt an. Oh, der beißt an. Warte, ich kläre ihn mir mit meiner girly Chat-Power. Er sagt, er will skypen. Benenn dich Irmin Anna. Okay, ich hab mich umbenannt. Siehst du meinen Avatar? Siehst du mein neuer Avatar? Jetzt hat das nicht aufgegeben. So, Alter, jetzt bin ich bereit für den Anruf. Junge, warum sagt denn der nix, Mann? Junge, ich hasse den Typen. Daniel? Ja, du Arschwotze. Lauf gar nicht erst lange auf den Busch. Junge. Dein kleiner Körper verändert sich und das ist gut so, glaub mir. Das Problem ist jetzt nur, jedes Mal, wenn wir uns die Gurke rubbeln, ist alles vollgekleckert mit diesem unerwünschten, klebrigen, weißen Zeug, richtig? Richtig. Also, richtig. Regel Nummer 1. Nimm nie wieder Socken. Die sind viel zu teuer und verstopfen immer alles. Rohre zum Beispiel.
Jetzt denkst du vielleicht bei dir, Onkel Andy, wo soll ich denn bloß mit der ganzen Sahne hin, wenn ich sie nicht mehr in die Socke sprühen kann? Gute Frage. Es ist schön, sich morgens unter der Dusche einen von der Palme zu schütteln. Und das ist auch praktisch, denn so braucht man kein Tütchen für das klebrige Zeug mehr. Aber der Tag ist lang und Masturbation ist was Feines. Wenn wir also nicht jeden Tag 4 oder 5 Mal duschen wollen, müssen wir uns wohl nach anderen Möglichkeiten umsehen. Fangen wir mit den Grundlagen an. Taschentücher. Absolut akzeptabel, wenn man seine Crème de la Crème auffangen will. Aber an so einer weichen, empfindlichen Hautpartie kann sich das rau und trocken anfühlen und das Ding kann an deinem Schwanz hängen bleiben wie ein scheiß Heftpflaster. Autsch. Kommen wir daher also zu einem viel hautfreundlicheren Tropfenfänger. Nämlich der Banane. Erster Schritt, schäl die Banane. Zweiter Schritt, stülp die Schale über deinen kleinen Johnny und fang an zu rubbeln. Wenn es besonders gut sein soll, wärmt man die Schale in der Mikrowelle vor. Nicht zu heiß, das tut richtig weh. Außerdem kannst du Olivenöl, Hautcreme, Honigspucke, Butter, Haircondition und Vaseline als Gleitmittel benutzen. Ich finde ja, das beste Gleitmittel ist Schmieröl. Also spar dein Taschengeld, dann kannst du es dir bald leisten. Okay, weiter im Text. Wenn du dein Thomas auf der Toilette traktierst, schieß direkt in die Schüssel. Dein Thomas auf der Toilette traktiert. Bitte. Im Bett, nimm ein weiches T-Shirt oder ein flauschiges Handtuch, das dir gehört und du wegwerfen kannst, wenn du deine Ladung abgeworfen hast. Ich sage dir, man kann sich das erhobene Zepter der Liebe gar nicht oft genug polieren, das baut Stresser und es stärkt das Immunsystem. Außerdem, Übung macht den Meister. Wenn du lernst, dich zu kontrollieren, solange du als Solist auftrittst, wirst du später viele lange beglückende Duette spielen. Die Stunde ist zu Ende, das war's. Hey. Hausaufgaben. Nee. Gar nicht erst lange auf den Busch. Dein kleiner Körper verändert sich und das... Nein, halt den Fresse. Danke. Hallo, Schatz. Wie lange kann man eigentlich brauchen, die Haare zu machen? Ich warte eine Ewigkeit hier drin. Gar nicht. Natürlich. Ich habe gar nicht so lange gebraucht. Sieht aber aus, wenn du sie nicht mal angefasst hast. Ich habe die mit dem Dyson-Wrap gemacht. Mit dem Dyson-Wrap, ich glaube, ja, mit dem Dyson-Steckdosen. Staubsauger, weißt du. Was geht ab? Warum bist du so zu mir? Oh, ist da jetzt jemand am Ausrasten? Mach ich lieber den Warnblinker an, dass alle Bescheid wissen, dass hier eine leicht reizbare Frau drin sitzt. Ich steig gleich wieder aus. Ich steig gleich wieder aus. Ich hab's ernst gemeint. Ich hab's auch ernst gemeint. Warum? Warum, warum? Tschüss. Was lachst du so? Was ist so lustig? Ich wollte dich verarschen. Ich wollte dich nur reizen. Alles ist gut. Was ich mache, wenn meine Freundin schläft. Währenddessen ich ohne Freundin und Sozialleben. Folgt mir doch gerne auf Instagram für mehr, Alter. Ey, sollen wir noch ein bisschen Netflix gucken, bevor wir schlafen gehen? Klar, zu Netflix sage ich doch nie nein. Okay, ich mache einfach mal den Film hier an. Ey, mach die Lautstärke aber bitte schon mal ein bisschen runter. Ja, okay, mache ich eben. Junge, hast du so eine Halle? Du tickst doch nicht mal ganz sauber. Hä, was ist denn jetzt dein Problem? Lautstärke immer in geraden Zahlen oder 5er-Schritten. Ey, sollen wir noch ein bisschen Netflix gucken, bevor... Ich fühle es. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ich bin wegen der Kleinanzeige im Wochenblatt hier. Ich würde gerne die 4 Tassen abholen. Ah ja, alles klar. Klar, nur Moment, ich hol's schnell. Mhm. So, hier die 3 Tassen. Von welcher Marke sind denn die 2 Tassen? Ach, das weiß ich jetzt gar nicht. Da müsst ihr nachschauen, Moment. Schönwald. Von Schönwald ist die Tasse. Ach, Schönwald. Toll. Was soll die Tasse denn kosten? Nix, die war zu verschenken. Stimmt, das ist wirklich sehr großzügig von Ihnen. Vielen Dank auch. Wiederschauen. Ihnen auch, danke. Wiederschauen. Ich find's wunderschön, wirklich. Wir gehen Frankreich, wir haben Anstoß. Oh la la, warum le schlappen? Wo sind deine Schuhe de Foot? Das ist nicht possible. Was willst denn du? Das geht. Impossible is nothing. Schlappe Verbote, Fußballschuhe. Und du, falsches Trikot. Ah, shit. Tanja, komm, nimmst du noch die Predator von Adidas? Ich bin stinksauer. Baguette-Kassette, nimm doch le bon Schuh. Mein Gott, haben wir's jetzt dann? Hast du jetzt den Unterschied erkannt, außer auf der Anzeigetafel 3-0? Den Titel haben wir sicher. Wir gehen Frankreich. Oh, Brenda, Henry! Wollen wir tauschen? Okay. Die Räte, die ihr tragt, werden in 60 Sekunden ausgelöst. Aber wo ist der Schlüssel?
Sie wollen, dass ich irgendwas aufschneide? Nein. Blasauge. Üble Kneipenschlägerei 96. Kann ich trotzdem das Ding hier noch testen? Oh, Brenda! Was? I don't know. Paul, wir brauchen nochmal deine Hilfe. Was ist das? Aber warum? Was sieht's denn aus? Tauziehen mit SpongeBob oder was? Ach ne, jetzt hat sich's gelöst. Naja, ne, was ist das für eine Frage? Oh, Alter. Oh, great. I always end up sitting next to a damn baby. What? What did you just say? Stewie, stop fussing. Not now, Lewis. Hey, big man, turn around. If you've got something to say, say it to my face. Oh, you can't hear me now. All right, that's it. I was going to watch the movie, but forget it. For the next 5 hours, you're my bitch. Where? Where? My ears are popping and there's no way to console me. I'm hungry and possibly teething. Maybe I'm wet. Who knows? I'm a baby. Where? Where? Oh, great. Sympathisch. Ja, Leute, warum Polo? P für Pussymagnet, O für Orgasmus, L für Lutschen, O für Obdachlos. Und warum AMG? A für absolut geile Karre, M für mehr Leistung als du sparst, G für ganz schön laut. Warum ganz schön laut, Leute? Ja, Leute, warum Polo? P für Pussymagnet, O für... Dankeschön. Was ist hier passiert? Es war ein Kampf. Ein Typ allein hat sie ohne jede Waffe alle fertig gemacht. Er ist immer noch da drin. Nehmen Sie Ihre Hände hoch und drehen Sie sich zu mir um. Langsam. Gefährliche Körperverletzung ist eine Straftat in diesem Bundesstaat, Mr. Reacher. Überprüfen und ins Bezirksgefängnis überstellen. Zwei Dinge werden in den nächsten 90 Sekunden passieren. Wie bitte? Zunächst wird dieses Telefon da drüben klingeln. Und dann... werden Sie auf dem Weg ins Gefängnis sein und das in diesen Handschellen. Das ist eine wirklich überwältigende Prophezeiung, Mr. Reacher. Was ist hier passiert? Es war ein Kampf. Für meinen Braten musste ein Tier sterben? Ich weigere mich, dieses vorzügliche Mahl aufzuessen. Sohnemann, der Teller wird schön leer gegessen. Denk an die armen Kinder in Afrika. Leute, Leute, jemand in Deutschland hat seinen Teller für uns leer gegessen. Ich bin plötzlich gar nicht mehr hungrig. Glauben Sie an Wunder? Also ich glaube an Wunder, zum Beispiel daran, dass ich jetzt vor einiger Zeit einen Jungen getauft und gefirmt habe. Was? Was? Da muss ich aber ganz dringend los. Und deswegen beende ich jetzt hier die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Ich bin immer noch ganz sprachlos, Junge. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao.